Je me trouve devant la maison familiale dans laquelle j'ai grandi. On est à Châteaudet, au plein milieu du village, entouré de ces belles montagnes. On a repris le flambeau en 2010 avec ma femme, d'une ferme traditionnellement basée sur la production laitière et du fromage d'Étiva. Et puis, ces quelques années dernières, nous avons opéré quelques changements. Surtout au niveau de la vente directe et du contact rapproché avec le village et, et nos clients. Also, wir haben angefangen mit dem Verkauf von unserem Fleisch, mit dem Wunsch, unser Fleisch selber zu vermarkten. Und dann haben die Leute gefragt nach Gemüse, nach anderen Produkten, sind andere Bauernfamilien dazugekommen. Dann hat man das Sortiment stetig erweitert bis zu dem Sortiment, das man jetzt hier sieht, das wirklich sehr vielseitig ist und man eigentlich alles, was man zum Leben braucht, nachhaltig produziert bekommt. Alors on a commencé à produire des légumes parce que moi j'ai perdu mon travail. On avait un jardin magnifique à disposition et puis on s'est dit allez on y va, on plante. Donc on s'est mis en route en mai de cette année et puis voilà c'est parti comme ça. On a dit permaculture, biodynamie et puis du coup bah, on habite au pays d'en haut et le cercle de vie on va faire nos courses régulièrement. Alors voilà Esther elle a entendu parler de notre projet et puis elle était toute motivée alors on a commencé. We moved here 3 years ago and I was doing a tour of the village and I was looking for a place where we could do all of our shopping and I came across Esther's bio shop and I was so excited, came in here and realized that everything that she has is local, it's organic, it's seasonal and because I love to cook with only the freshest vegetables and ingredients, I know that if I don't see it here then it's not in season and I won't buy it. Diesen Sommer ist die Geschichte weitergegangen. Es sind immer mehr Leute von weiter her gekommen, aus dem Simmental. Bauernfamilien, die uns angerufen mit dem Wunsch, dass wir ihre Produkte verkaufen. Und darum haben wir uns dann im Juli entschieden, einen zweiten Standort in Zwösimmen zu eröffnen. Mein Bruder und seine Familie und ich mit meiner Familie betreiben einen Bergbauernbetrieb. Wir haben 60 Milchschafe, die wir melken, und 60 Lämmer zur Aufzucht. In einer Woche wird die Milch von den Schafen verarbeitet. Wir machen Joghurt und Feta. Wir sind überzeugt davon, dass die Kunden, die bei Esther einkaufen, nachhaltige und gesunde Produkte suchen. Esther hat mich an einem Frühlingstag mal darauf angesprochen und erzählt, sie habe hier ein neues Projekt. Sie öffnet eine Bioladen in Zwösimmen. Und da war ich gerade Feuer und Flamme. Oh ja, seit dem 20. Juli sind wir jetzt hier. Und der Laden ist sehr gut angelaufen und das Kundenecho ist wirklich positiv. Aus dieser Inspiration der Kunden, auch unseren Mitarbeitern und den Landwirten, die das Produkt liefern, ist die Idee entstanden, ein neues Zentrum zu bauen. Landwirtschaftsbetrieb im Zentrum, dann verschiedene Möglichkeiten für die Leute auf den Hof zu kommen, also Hotelbereich, aber nachher auch ein Restaurant, für wirklich naturnahen Kontakt und die Bindung vom Kunden mit der Landwirtschaft zu ermöglichen.